Ja. Also da soll man mal mit klarkommen. Alles nur Mist. Ja, man muss sich das mal vorstellen, ja. Ich zum Beispiel, ja, ich höre sogar nachts schon Stimmen. Und diese Stimmen kommen aus dem Kühlschrank. Meist ruft dann die Leberwurst, der Pudding oder die Schokolade in meinen Namen. Nur komisch ist, dass der Salat bis jetzt immer noch still war. Ich verstehe auch nicht warum. Aber ist ja egal, ist ja egal. So, mein Mann ist aus dem Haus. Na dann kann ich ja jetzt mal in Ruhe kochen. Ja. Endlich mal wieder. Ja. Ohne dass er mich stört. Letztens, ne, sagte er wäre total nüchtern nach Hause gekommen. Aber als die den aus der Kneipe geschmissen haben, hat ihm irgendein Idiot auf die Hand getreten. Naja, so, dann will ich mal hier weiter kochen. Ich bin ja hier schließlich nicht zum Vergnügen da, nicht wahr? Ah, der Herr Nachbar, schönen guten Abend. Wie geht's? Wie steht's? Ja, ganz gut und selbst. Was machen Sie denn zu so später Stunde noch mit Ihrem Enkel? Ja, ich gehe mit dem um die Häuser. Wie, ist denn der da nicht zu jung für? Nee, heute ist doch Halloween, wir gehen Bonbons sammeln. Ah, jetzt verstehe ich. Du, Fritz, geh du doch schon mal die ersten Häuser hier auf der Straße abklapperst. Ich mache dir hier auch das Gartentor auf und ich komme gleich nach, ja? Ja gut, wenn du meinst, Opa. Ja, bist ein guter Junge. Bis gleich. So, Herr Nachbar, jetzt können wir uns mal von Mann zu Mann unterhalten. Wir haben ja schon so lange nicht mehr reden können, aber die Zeit war ja auch nie da, ne? Immer im Stress. Ja, das verstehe ich. Ja, kommen Sie doch mal runter, ne, zu mir. Dann kann man sich doch ein bisschen angenehmer unterhalten. Ja gut, ich meine, ich will Sie jetzt nicht davon abhalten wegen Ihrem Enkel. Ach, nee, das ist schon okay. Na gut, wie geht's denn Ihrer Frau? Ach, können Sie vergessen. Neulich Nacht bin ich von meiner Stammkneipe nach Hause, ne? Und da habe ich aus Versehen richtig Lärm gemacht, als ich reinkam, ne? Inge ist dadurch wach geworden und hat dann gefragt, was los sei, ne? Woher der Krach? Ja, und was haben Sie gesagt? Ja, ich habe gesagt, die Schuhe wären umgefallen. Ja, aber sowas macht doch nicht so einen Krach. Ja, das hat sie auch gesagt. Darauf habe ich gesagt, ja, aber ich steckte noch in den Schuhen drin. Ja, Nanu, was ist denn jetzt los? Warum ist denn da auf einmal das Licht ausgegangen? Herbert, hast du etwa wieder die Stromrechnung nicht bezahlt? Ich sag dir, wenn das jetzt ein blöder Halloween-Scherz sein soll, ja, dann lass es sein, ja? Sonst gibt's eine Prostata-Untersuchung, die sich gewaschen hat. Herbert, das ist die letzte Warnung. Ich bin nicht Herbert, aber ich werde dich jetzt fressen. Meine Güte, haben Sie mich erschreckt. Sagen Sie mal, Sie sind auch nicht mehr ganz gescheit, ne? Ich bin über 100 Jahre alt. Was fällt Ihnen denn ein, hier bei einer alten Frau einzubrechen, Sie Schlingel? Hey, Moment. Nee, nichts, Moment. So, jetzt klatscht es erstmal, aber kein Beifall. Ja, Sie sind ja wohl nicht mehr ganz gescheit, ne? Ja, so, sind Sie nicht zu alt für diesen Halloween-Quatsch? Hören Sie mal, ich bin ein Werwolf. Ja, das ist mir auch egal. Von mir aus können Sie Rumpelstilzchen sein. Aber das gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, hier bei mir in die Wohnung reinzukommen. Ja, ich will Sie jetzt fressen. Warum? Ja, weil heute Halloween ist. Die Nacht des Gruselns. Ach, ich grusel mich schon jeden Abend genug, wenn ich meinen Mann im Bett sehe. Der schläft nämlich nackt. Da bin ich schon so einiges gewohnt und abgehärtet. Ja, und außerdem, Sie sind ein Mann wie jeder andere auch. Und ich kenne euch Männer genau. Ja? Ihr kauft immer 3 Monate im Voraus Fußballkarten fürs Stadion. Aber wenn es um Weihnachtsgeschenke geht, ja, dann geht ihr erst an Heiligabend los. Jetzt hören Sie mal. Nein, Sie hören. Lassen Sie mich in Ruhe. Hauen Sie ab. Ich bin hier am Kochen und bei diesem beschissenen Licht kann ich kaum was sehen. Ja, wenn mir das Essen verbrennt, dann sind Sie schuld. Und dann gnade Ihnen Gott. Meine Güte, Sie sind aber abgehärtet. Ja, aber hallo.
aber ich glaube, selbst in ihnen steckt etwas Gutes. Wie, wirklich? Ja? Im schlimmsten Fall ein Küchenmesser, was ich ihnen dann später hinten in den Rücken ramme. Oha, also ich merke schon, gegen sie komme ich nicht an. Nee, kommen sie auch nicht. Ja, dann hau ich lieber ab. Einen schönen Abend noch und frohes Halloween. Jetzt fängt er mir auch schon mit dem Halloween-Quatsch an. Und mach das Licht an, du nasser Hund. Los! Na, wird's bald. Sonst kriegst du eine Prostata-Untersuchung. Hm? Aber der richtig nasse. Schmier ich dich mit Öl ein und dann gib ihm. Ja, dann hast du was zum Gruseln. Sogar 3 Wochen lang. Weil wenn ich was mach, dann richtig. Mann. Jetzt muss ich auch noch an Stromschalter. Na, also geht doch. Ja. Da hat er aber Glück gehabt. Ich wollte den Kochlöffel schon einschmieren. Entweder mit Öl oder mit Vaseline. Hauptsache es flutscht gut. Aber jetzt muss ich auch noch in den Keller. Denn ich habe vergessen, da noch was zu holen. Ich war da nämlich noch auf der Suche nach was. So, dann will ich mal schauen. Ja. Hier unten im Keller ist ja auch noch eine Abstellkammer. Ja. Also irgendwas wollte ich hier noch. Meine Oma hat mal 2 Sachen gesagt. Die eine Sache war, entweder hat man große Titten oder ein großes Gedächtnis. Und die zweite Sache habe ich vergessen. Ich habe nicht so ein großes Gedächtnis. Aber dieser Stuhl, der erinnert mich an was? Hallo, Inge. Ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Moment, ich kenne sie doch aus dem Fernsehen. Sie sind doch hier der Dings da, der eine Horrorclown. Nein. Das ist bestimmt mein Bruder. Wir sind eineiige Zwillinge. Ja, das kann sein. Und was möchten Sie mit mir spielen? 37 heb auf oder Mau Mau? Nee, da verliere ich immer. Nein, ich werde ein mörderisches Spiel mit dir spielen, weil du immer so grausam warst. Du hast die Schokolade immer alleine gegessen. Nun schau hierhin. In diesem Käfig befindet sich eine arme, hilflose Maus. Um sie zu befreien, musst du an den Schlüssel kommen, der hinter deinem linken Auge steckt. Und da musst du dann dein Auge rausschneiden mit einem Messer. Ansonsten wird diese Maus in 60 Sekunden sterben. Verstanden? Die Zeit läuft ab jetzt. Ach, dann lass sie sterben. Was? Ja, ich finde das gut, dass du dich mal um die Mäuseplage kümmerst. Okay, Moment. Was anderes. Du siehst diese Badewanne vor dir? Ja. Moment, ist da vielleicht etwas Säure drin, die mein ganzes Fleisch zerstört? Nee. Da ist eiskaltes Wasser drin. Ohohoho. Sehr unangenehm, wenn man mal ein heißes Bad braucht, nicht wahr? Du Pfeife, du hast ja gar nichts drauf. Da ist ja dein Bruder viel besser. Aber hier, schau mal, die Schläuche, die steckst du in die Badewanne und dann gehst du da auch rein. Kommt dann ein Gift raus? Nein, dann kommt Luft raus und das macht Blubberblasen und das kitzelt dann in der Wanne ganz schrecklich. Vergiss es, ich gehe wieder nach oben, mir wird das zu blöd mit dir. Nein, du kannst nicht abhauen. Die Tür ist nämlich oben mit einem Zeitschloss gesichert. Du bleibst für immer hier unten. Ach, das denkst auch nur du. Ich habe mir Ersatzschlüssel in meiner Schürze drin. Na dann, schönen Tag noch. Kannst ja 5 gegen Willi mit dir selber spielen. Moment, halt, stopp. Ich habe 5 uneheliche Kinder, wo ich Unterhalt zahlen muss. Du kannst nicht gehen. Inge? Mist.